Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich habe heute jemanden ganz Besonderes mitgebracht und zwar ist es Caitlin und... zuerst einmal Wing und dann ist es aber auch noch Caitlin! Könnt ihr euch noch dran erinnern, als ich euch vor einiger Zeit gesagt habe, dass ihr mir mehr Fanpost schicken sollt? Au! Ah! Ah, ich geb's ja zu, es war ein Fehler! Ihr musstet lange drauf warten, aber jetzt wird es endlich mal wieder Zeit, Fanpost auszupacken. Und zwar packe ich sie zusammen mit Caitlin aus. Und mit Bummel eigentlich auch, aber Bummel ist schon wieder gegangen. Aua, nicht so kratzen. Bevor wir auf Bummel warten, die sich hier eh nicht mehr blicken lässt, let's go mit dem Video! Woo! Mit welchem Paket fangen wir an? Mit dem? Das hier ist mega leicht. Da ist bestimmt was Blaues drin, weil das ist ja auch blau. Okay, machen wir es zusammen auf. Ja, mach. Guck mal, ein Eisbär. Und jetzt? Oha, guck mal. Stylisch. Okay, also den... Hä? Noch einer. Geil. Twins. Bringen mir trotzdem nichts. Hm. Ja, au, ah, nicht am Knie. Hier ist ein Luftballon drin und ich werde den jetzt ganz bestimmt nicht in den Mund nehmen. Das ist ja voll eklig. Die haben bestimmt dran gesabbert und dann können sie sagen, oh, Joey hatte schon mal meine Spucke im Mund. Beauty-Täschchen. Da ist Lipgloss und so ein Scheiß drin. Ich entstelle mich doch jetzt nicht ganz am Anfang. Da hat die bestimmt auch schon dran geleckt. Hier, guck, das ist auch schon offen. Hat sie auch schon reingeleckt. Ich nehme doch jetzt nicht den Lipgloss im Mund. Das ist ja voll eklig. Stell dir mal vor, die hat dran geleckt. Sorry, aber das nehme ich nicht in den Mund. Das ist ja ekelhaft. Den Mund, als ob du daran lutschst. Okay, damit wir wenigstens irgendwas davon benutzen, nehmen wir den Nagellack, weil den muss ich nicht in den Mund nehmen. Warum denn den, Emmy? Das ist ja offensichtlich... Ja, genau, mal auf die Haut drauf. Hey, was ist denn das? Die eine Seite vom Nagel ist gar nicht... Katze! Guck dir dieses Vieh an. Mal sehen, was sie geschrieben hat. Hey Joey, ich kenne dich zwar noch nicht lange, aber ich mag schon richtig gerne. Cool. Und mein Name ist Emma Elf. Emma Elf, das klingt fast wie Peppa Ann. Kennst du noch Peppa Ann? Ja, ihr Bruder hieß Moose und niemand wusste, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Total crazy. Und das ist Lily, ihre Katze. Vielen, vielen Dank, Emma. Das war echt ein super schönes Paket. Dank dir habe ich jetzt das hier. Das ist sau schwer. Da ist bestimmt was Crazyhaftes drin. Toll, jetzt fasse ich alles nur noch so hier an. Wegen dem Finger. Wow. Jetzt kann man so viel Konfetti wie möglich hier verschleudern. Und niemanden interessiert. Guck mal, hier ist was für Bummel. Tja, wenn Bummel nicht da ist, kriegt sie jetzt eben P. Das sind diese Hundezahnbürsten. Die sollen auch für einen Menschen gut sein. Komm her, Wing. Hier, ich pass auf, nicht mein Nagellack. Und bleib schön hier. Nein, nicht gehen. Bummel, ich hasse dich. Schmeckt wie Mehl. Mit Barbecue-Geschmack. Bummel, das ist Caitlins. Lass los. Guck dir das Vieh an. Gib's her, Bummel. Bummel. Toll, du hast meinen ganzen Nagellack ruiniert. Gut, Caitlin, weil dir ja der Dental-Stick weggenommen wurde, gebe ich dir jetzt einfach Mini-Stick. Komm her. Nee, du nicht! Du nicht! Milky Way! Das kriegst du nicht. Übrigens, Leute, die Katze heißt nicht wirklich Caitlin, weil es ist eigentlich ein Kater, aber eigentlich heißt er Oliver, aber wir nennen ihn nicht Oliver, deswegen ist es immer Caitlin oder Peter. Oha, guck mal, ein Zettel. Mach weiter mit deinen Videos. Liebe Grüße, deine Kati. Vielen, vielen Dank, Kati. Ich habe mich wirklich sehr über die Milky Ways gefreut. Ja, ich kann natürlich nicht alle Briefe in diesem Video lesen, also nehmt's mir nicht übel, ich werde sie aber alle nach dem Video lesen. Aber das Video würde irgendwie 10 Stunden dauern, wenn ich alle Briefe ordentlich lesen würde. Moment! Nein, nein, sie hat einen Stick! Lass den Stick! Ich pack mal was Kleineres aus, weil ich habe manchmal auch Bock auf was Kleines. Oha, guck mal, das ist so eine Tüte von Dustin. Habe ich schon mal von dem jungen Fanpost bekommen? Ich glaube nicht, ne? Doch, von Sven. Und die andere hieß Rachel. Rachel und Sven. Das war funny. Ich habe leider keine Milky Way, aber dafür bekommst du viele andere Sachen. Guten Appetit. Center Shock! Cool. Oh, geil, ich liebe diese Dinger. Ah, das geht gar nicht ohne sein Gesicht zu verschieben. Danke, Dustin, das war geil. Okay, wollen wir diesmal ein mittelgroßes Paket auspacken, was aber ziemlich schwer ist? I'm so ready for this. Wir wollen jetzt hier keinen schleimerischen Text schreiben, sondern einfach nur sagen, dass du richtig cool bist und uns mit deinen lustigen Videos immer wieder zum Lachen bringst. Emmy, was soll das schon wieder? Oha! Kunstblumen! Die perfekte Deko für bösartige Hunde. Das sind so Tröten. Oh, ich liebe die. Oha, wie haben die sich denn an? Ich weiß, was das ist. Pupsi! Yeah! Oh, ich liebe diesen Scheiß. Lachgummi Soft. Ja! Oh, die sind die geilsten, ey. Welches Lachgummi findet ihr am besten? Die Blätter sind die geilsten, ne? Ich weiß. Das hat die überhaupt nicht verdient. Nochmal Dentasticks. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Die sind grün. Aber mit Mint? Würde mich jetzt auch interessieren, wie die schmecken. Vielen Dank, Pauline und Laura. Das war richtig geil. Die Dentasticks werde ich am besten essen, weil Bummel hat sie nicht verdient. Oha! Emmy, das ist voller Glitzer, ey. Boah, bin ich froh, dass ich das nicht in mein Zimmer ausgepackt habe. Oh Mann, ey. Ihr seid doch vollkommen dumm. Oh,
Milky Way. Ist ja nicht so, dass ich schon 10 Kilo davon in meinem Kühlschrank liegen habe und ich nicht weiß, was ich damit machen soll, aber vielen Dank. Ich muss mir echt eine neue Lieblingssüßigkeit kaufen. Ovo Maltine Schokolade. Schick mir ab jetzt keine Milky Ways mehr, sondern Ovo Maltine Schokolade. Ich habe gerade eben voll meinen Geschmack verändert. Die liebe ich jetzt voll. Milky Way hasse ich. Nummer 2. Herzhaft. Das ist bestimmt Leberwurst. Ach du Scheiße. Was ist das überhaupt? Wie nennt man das? Glitzer, Feenstaub? Vielen, vielen Dank, Carina und Angelina. Das nächste Mal müsst ihr nicht ganz so viel Glitzer, Feenstaub mit reintun, weil es ist ganz schön viel. Warum kriegt Bummel so viel? Die kriegt Dentasticks. Ja. 20 leckere Streifen Geflügel. Das kann doch nicht wahr sein. Bummel kriegt alles. Zum Spielen. Was? Schon wieder für Bummel? Guck mal, Bummel. Spiel. Lustig. Cool. Ham, ham, ham. Wummel interessiert sich ein Scheiß für dieses Ding. Hier steht drauf, sehr speckig. Wetten, das ist wieder für Wummel. Ernsthaft? Speckies für Wunde. Nee, für Hunde. Ja, eine Sache für Wummel ist schon zu viel. Jetzt rastet Katze vollständig aus, aber nicht mit der Schere, bitte. Nicht mit der Schere. Lässt du die Schere los? Das ist ein bisschen leichter, aber es ist von Annie. Und der Versand hat nur 1,73 Euro gekostet. Voll günstig. Softcake. Du denkst, es ist ein Keks und dann ist es so soft. Und du denkst dir so, wie das schon aussieht. Da ist so ekliges Gelee drin. Das kannst du essen. Hey, was ist das? Aber das ist richtig soft. Oh. Au, ah, Katze, spinnst du? Guck mal, die Katze ist in dem Karton. Und wie die Pfote rausguckt. Nein, das will die Softcake essen. Na, Joey, ich heiße Annie. Wird Englisch ausgesprochen. Ich weiß, Annie. Ich habe auch nicht Annie gesagt. Rastus. Voll schön von Annie. Ganz ehrlich, Leute, ich möchte nochmal betonen, ihr müsst das wirklich nicht machen. Das ist echt super nett von euch und ich finde es so schade, dass ich nicht jeden richtig antworten kann. Aber es ist unglaublich, wie viel Mühe ihr euch gebt und ich weiß das wirklich von ganzem Herzen zu schätzen. Aber die Softcake könnt ihr euch sparen. Das hier ist eines der größten, die mir geschickt wurden und ich bin echt hardcore im Leben gespannt. Es ist hart auf jeden Fall. Hey Joey, wir sind drei Mädchen aus Nordrhein-Westfalen, die deine Videos echt feiern. So sehen sie aus. Du musst das Foto nicht in die Kamera zeigen. Sorry, ist jetzt leider zu spät. Du bist einfach du selbst und verstellst dich nicht vor der Kamera. Oh, danke schön. Dafür lohnt es sich schon, YouTuber zu sein oder ich zu sein, dass ich immer kostenlose Ohrenstäbchen kriege. Das ist der Wahnsinn. Und die sind sogar hochwertig as fuck. Oha. Soll ich mal versuchen zu platzen? Nein. 1, 2, 3. Oh, war das geil nochmal. Oh Gott, das ist geil. 1, 2, 3. Oh. Wow, wie süß. Weil da drauf steht für Danny. Aber das ist viel zu schade, um das Danny zu geben. Oh, ist sogar was für dich drin. Aber sie haben deinen Namen falsch geschrieben und das ist das kleinste von allen. Soll ich auspacken? Ja. Da steht Emily drauf. Falsch geschrieben! Warum kriegt Bummel immer sowas? Weißt du, wie viel von diesen Dingern wir schon haben? Und Bummel hasst die. Für Joey. Oh, hier sind zwei für mich. Das fühlt sich an wie eine DVD. Wenn das jetzt Jurassic Park ist, ne, heulig, weil ich hab den Film schon 10-mal. Wow! Jurassic World! Aber ich hab den schon. Den haben wir schon. Leute, das ist das geilste Geschenk. Das Ding ist nur, ich hab den Film. Wir machen das jetzt so wie beim letzten Mal. Ich find euch so geil dafür, dass ihr mir das geschenkt habt. Das ist echt das geilste Geschenk. Aber es wäre mega schade, das in meinem Schrank vergammeln zu lassen, weil ich hab den Film schon und deswegen wäre es einfach schade drum. Aber ich glaube, da draußen gibt es einige von euch, die auch Jurassic World Fans sind und deswegen habe ich mich gerade dafür entschieden, dass ich auch wieder diese DVD verlosen werde. Wenn ihr diese DVD gewinnen wollt, dann folgt mir auf Instagram, ich heiße dort joeys_jungle und kommentiert mein letztes Foto, was ich heute hochgeladen habe. Jetzt folgen die mir endlich mal bei Instagram, ey. Ich will das unbedingt auspacken, weil das sieht aus wie eine iPhone-Verpackung. Bella Bambi. Was ist das denn? Für Spülmaschinen geeignet. Ih, das klebt fest. Ew. Das ist ja mega geil. Aber was macht man mit sowas? Guck mal, Mama, wir haben Bella Bambi bekommen. Damit kannst du deine Seele refreshen. Bella Bambi macht Spaß im Leben. Vielleicht geht das auch bei der Katze. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das ist von Etcher. Oha, das ist ein Bild. Oh, wie ist das denn eingepackt, Etcher? Übertreib halt. Weißt du, was sich Etcher da gedacht hat? Itche Etcher. Ew, sind das Kackflecken? Weißt du, was so aussieht? Rattenschiss. Au, ah, Katze, ah. Hier ist eine richtige Perücke drin. Au, ah, Katze. Boah, was geht denn mit dem Vieh gerade ab? Ich hoffe, du kannst etwas mit dieser... Ah! Oh, Katze, hör auf jetzt damit. Nee. Die ist so hässlich, aber die ist richtig geil. Was ist jetzt, wenn das schon mal jemand aufhatte, der Läuse hatte? Sind die dann da drin? Guck mal, das ist bestimmt Lausschiss. Und wie sehe ich aus? Danke, Etche. Die Perücke ist echt geil. Also beide sind geil. Katze, jetzt hör auf damit. Katze. Du riechst nach Fisch. Wetten, das Bild sieht jetzt richtig heftig aus. Und? Sieht's gut aus? Ja, voll crazy. Alter, wie gut. Voll, man erkennt mich richtig. Oh, Edge, mal mir auch ein Bild. Ah! Ah! Du bist so bösartig. Sogar Oma ist drauf. Und Milky Way und eine Möhre. Aber da muss eigentlich Ovo Maltine drauf. Vielen Dank, Edge. Ich liebe dich. Ach, mir tut das voll weh. Was ist das jetzt? Was denn? Sieht es schlimm aus? Ja, sehr schlimm. Oh!
Ach du Scheiße. Vor allem genau auf der Stirn. Hier auch. Oh, sieht aus, als wurde mir mein Einhorn abgeschlagen. Wie ein Einhornhorn. Das ist ja original Milky Way. Leute, ich habe euch die ganze Zeit schon gesagt, Ovomaltine-Schokolade, damit du dein Zimmer wieder saugen kannst. Oha, wenn da jetzt ein Dyson-Staubsauger drin ist. Oh, geil. Party-Popper. Geil. Die hatten wir letztens erst. Yeah. Okay, soll ich. Fertig. Los. Oha. Ich glaube, mein Trommelfell ist geplatzt. Oha, wie geil. Das ist voll gut, dass sie mir alle Perücken schickt. Die kann ich super verwenden. Weißt du, wie ich aussehe? Wie dieses Mädchen von The Ring. Ja. Thank you for sis. Sis is crazy. So Leute, Tracy, das bin ich, und Caitlin sind jetzt ganz schön fertig vom vielen Auspacken und deswegen sagen wir vielen, vielen Dank für eure ganzen Geschenke. Es ist echt nicht notwendig, dass ihr mir das alles schenkt, aber ich schätze es wirklich sehr. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Katze auch, aber Katze hat gerade keinen Bock mehr. Seht ihr mich überhaupt noch? Denkt dran, mir auf Instagram zu folgen, denn mein Instagram ist ziemlich cool. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!